ist, ich würde ja tatsächlich den Punkt vertreten, dass wir seit ungefähr 2 Jahren, also seit Corona, eine doch, ich sag mal, zementierte Deutungshoheit haben, also dass es nicht mehr einfach ist, Du hast ja auch alles, ein Buch ja, ich habe geschrieben, das nicht? Buch darüber geschrieben, Genau. ja, Wer schweigt, stimmt zu, über Corona und habe da schon analysiert, dass wir Shrinking Space haben, also dass sich der öffentliche Raum der Meinungsäußerung einschränkt, dass man nicht mehr sprechen kann, dass Argumente nicht mehr ausgetauscht werden, dass es sehr um Moral geht, um Vorverurteilung und so weiter und dass bestimmte kritische Stimmen aus dem Diskursraum ausgeschlossen wurden und immer noch werden. So, gerade diese Ukraine-Geschichte hat eine sehr lange Vorgeschichte, da gibt es sehr viele kluge Amerikaner, Fiona Hill, oder Dimitri Trenin oder Angela Stent oder wer auch immer, die dazu schon vor Jahren gesagt haben, dass dieser Ukraine-Konflikt ein Dorn im Auge bei Putin ist und je mehr sozusagen da gereizt wird wegen Versprechen für EU- und NATO-Mitgliedschaft und so weiter, dass das für Putin, dass da irgendwann mal was passiert. Ja? Ich will das jetzt auf der Sachebene nicht ausführen. Was ich ja eigentlich sagen wollte, ist, dass diese schnelle, moralisierende und verabsolutierte Diskursform, ja, weil die Bilder aus Butscha so tragisch sind, muss jetzt unbedingt morgen schwere Waffen und Putin ist sozusagen diabolisch böse und das alles wird dann so schnell erzählt, dass es eben nicht mehr rational ist, ja, also der, wie bei Corona ist die Erzählung dann bei der Ukraine gewesen, weil das alles so ganz schlimm ist, müssen wir schnell handeln, es darf keiner in Frage stellen und wir sind aber dabei, in dieser Mechanik natürlich Besitzstände über Bord zu werfen, die wir früher nie getan hätten. Also bei Corona machen wir einen Lockdown und werfen einfach mal weite Teile unseres Grundgesetzes über Bord, ja, weil das jetzt so ist, was ja kein Argument ist, ja, weil das so ist. Und bei der Ukraine haben wir militärische Zurückhaltung, keine Waffenlieferung in Kriegsgebiete, wie auch immer. Ja, oder jetzt zum Beispiel der EU-Beitritt Ukraine in die EU, wo ich sage, naja, ich möchte eine europäische Ukraine unbedingt. Ich bin die Erste, die das möchte, aber ich kann doch nicht einfach die Beitrittskriterien über Bord werfen. Wenn wir die Guten und die Rationalen sind, dann ist es die Aufgabe der Guten und der Rationalen, sich selber in Frage zu stellen. Ja, weil das machen normalerweise rationale Menschen. Ja, ich habe mich schlecht gefühlt. Ja, bin tatsächlich auch am Tag danach einfach, glaube ich, so psychosomatisch irgendwie ein bisschen krank geworden, weil das natürlich wahnsinnig stressig ist und hatte Angst vor dem Shitstorm. Das gebe ich gerne zu. Und das, was ich eben heute, wir reden ja jetzt am Freitag, also am Tag danach, tatsächlich dann bemerkt habe und mit eigentlich genauso viel Verwunderung wie Dankbarkeit entgegengenommen habe, ist, dass ich gesehen habe, dass die Fernsehzuschauer das bemerkt haben. Also der Shitstorm, den ich erwartet hatte, weil offensichtlich wurde ja eine Deutungshoheit zumindest eingegrenzt. Ja? Also bestimmte Sachen sollten keinen Raum bekommen und sollten nicht sachlich diskutiert werden. Ja? Also das kann man, glaube ich, Abgewürgt werden, mehr oder abgewürgt, weniger. das kann man schon sagen. Ja? Und ich bin da immer gegen diese Mauer gelaufen. Wer gegen eine Mauer läuft, der holt sich halt Beulen. Ja? Dann aber auf Twitter, nachdem ich heute Morgen wirklich fast nicht aus der Decke kam, weil ich dachte, du machst das Handy aus, du willst das gar nicht sehen, was wird über dich geschrieben? Und dann auf einmal aber 2, 3 Freundinnen hatte, die mir gesagt haben, Ulrike, guck mal, das dreht sich gerade auf Twitter, das geht voll in deine Richtung. Eigentlich ist die Frage, solltest du vorgeführt werden? Wie auch immer, jedenfalls gab es offensichtlich, und das ist ja das Wichtige, gab es offensichtlich viele Fernsehzuschauer, die einfach interessiert daran gewesen wären, zu hören, was ich denn zu sagen gehabt hätte. Machen wir mal ein Angebot zur Versöhnung, ja. Also ich bin sicher und ich würde mir wünschen, ja, dass ich eben nochmal in eine Markus-Lanz-Sendung komme und dass man das vielleicht eben auch thematisiert und dann kriegen wir nämlich Heilung. Ja, also Genau. darum würde es gehen, dass das vielleicht das Awareness war, so geht es nicht. Und wir als Land, als Bundesrepublik, unser Mediensystem muss das korrigieren. Und jetzt werden die Hände der Versöhnung ausgestreckt. Ja, und ich Ach. glaube, also das ist eigentlich muss das das Ziel sein.